Hallo meine Freunde und willkommen zu Let's Oracle FIFA WM 2014. Das Halbfinale. Nein, das Spiel um Platz 3. Ja, scheiße. Oh, das ist schon gleich verkackt, Alter. Ja, Entschuldigung. Ja, wer schämt willst du eigentlich sein? Du hast hier freie Wahl, da ich bin dich freuen. Ich bin Holland. Das kann er ziehen. Dann bin ich. Also, einfach nur so als Information, wir haben das Finale davor gespielt. Ganz einfach, weil wir das Finale... Hat aber wichtiger fanden. Das Finale war interessant, irgendwas mal so. Also es gab einige Chancen, aber wir spoilern jetzt nichts. Das könnt ihr dann später angucken. Oder je nachdem, ein relativ morgen. Krankes Spiel. Ja, je nachdem, was das, wann das Video ankommt, ich weiß es nicht so genau. Obwohl, eigentlich müsst ihr ja einen Tag danach ankommen, weil das Spiel am Platz 3 ist am Samstag und das Finale am Sonntag. Ja, eigentlich schon. Ja. Los, Gustav. Aber es fühlt sich irgendwie mit Holland gar nicht so krass an, spielen wie mit Deutschland. Woran auch immer. Warum auch immer. Komm, jawohl. Holland. Holland trifft nicht. Der Flarr. Wesley Schneider. Komm. Ja. Na, nein. Ja. Bist doch ein Missgeburtchen. Oh oh. Oh oh. Da Fred. So Feuerstein. Wie die ihn fertig gemacht haben im Finale. Sehr schön. Halbfinale. Alles jetzt, das ist los. Oh Mann. Ja, im Halbfinale war schon der krass. Ja, aber Fred ist von seiner Technik halt auch echt wirklich in der Steinzeit. Da passt einfach der Begriff Fred Feuerstein zu ihm. Ohne Scheiß. Der läuft nie, Alter. Während Klose irgendwie so 10 Kilometer läuft, läuft der 4. Ist wirklich so. Robben, Alter. Am Ende reicht's dann halt. Doch! Doch nicht, Mist. Ja. Oder auch nicht. Alter. Nee, den kriegst du sicherlich nicht. Bist du des Wahnsinns? Oh, Mitnehmer. Ja. Super, läuft. Was glaubst du eigentlich, wer gewinnt? Brasilien oder Holland? Ich hoffe, dass Holland es wird. Ich auch. Aber es wird schwer werden. Naja, wobei, also... Ja, ich denke, wenn Neymar nicht spielt, dann können es wohl gar nicht spielen. Ja. Thiago Silva ist jetzt wieder dabei, also dann werden sie defensiv besser spielen. Aber offensiv werden sie genauso scheiße spielen wie gegen Deutschland. Ja, Neymar, ich denke, die werden die Fehler blockieren, die sie gegen Deutschland gemacht haben. Ja, müssen sie halt besser einstellen. Aber auf jeden Fall, eine Chance haben sie Brasilianer auf jeden Fall. Wenn halt auch eine kleine, weil Neymar fehlt. Aber trotzdem, möglich ist es. Aber ich denke, Holland hat bessere Chancen, weil die haben schon 2010 haben die schon mal gegen Brasilien gespielt. Damals im Viertelfinale, haben auch 2-1 gewonnen. Und Brasilien konnte nichts gegen die machen. Also, ja. Also, ich tippe auf Holland, auch wenn beide Mannschaften ziemlich schlecht und ziemlich scheiße im Halbfinale gespielt haben. Man muss auch eigentlich sagen, beide Mannschaften haben verdient verloren. Für das, was sie gespielt haben. Und Fred Feuerstein. Vergleich's mal wieder. Ist das überraschend? Nein, ist das nicht. Gib die scheiß Pille her. Danke. Auch nicht. So, jetzt danke. Jetzt, Robin von Persie. Der fliegende Holländer. Komm. Das schafft er nicht, oder? Jo, von Persie. Von Persie. Von Persie. Shit, Mann. Das war knapp, Alter. Van Persie mal wieder. Mit einem guten Schuss, aber mehr auch nicht. Robin van Persie. Robin van Persie. Oh, das darf man ja nicht sagen. Das ist böse. Komm. Danke. Für die scheiß Pille. Und jetzt Van Persie, komm. Achso, ich dachte, ich hab den Ball. Egal, YOLO.
Oh, vergessen. Ich muss mich gleich schlagen. Ich habe das YOLO Swagger Hipster Wort gesagt. YOLO. Yo, V! Mo. Chillison. Gegen der Fred. Ohne Feuerstein. Jo. Run, Bitch. Jan Maat. Komm, Jan Maat. Danke, gar nicht so schlecht. Jetzt der Guzman. Ja! Jawohl! 34 Minuten die Führung für Holland durch De Guzman. Keine Ahnung, wie sein Vorname lautet. Jude De Guzman wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall schon mal ein nicht schlecht guter Start für Holland. Für die fliegenden Holländer. Und wir müssen es aber anknüpfen. Richtig Brasilien in den Arsch rein. Hauen. In das Gesäß natürlich. Blind. Jawohl, blind. Der Name ist aber auch nice. Wo ist eigentlich mein geliebter Lenz? Fauler Lenz. Ja, mach schon fauler Lenz. Komm, Snyder. Der Jong. Der war nice. Der war nice, der Eckball. Und der Kopfball ebenso. Robin. Aber Deutschland hat immer richtig geile Eckbälle bringen. Ja, also ich war echt selber Großpässe sind eben einfach überragend. Ich war wirklich beeindruckt, was die gebracht haben, weil bisher in den Jahren davor haben sie ja kaum was gezeigt für Eckbälle und Standards und alles. Die haben irgendwie in 2 Jahren nur 2 Standardtore oder so gemacht. Ansonsten alles aus dem Spiel heraus und jetzt schon das so einige. Du Flanken bringen kann. Ja. Und aber sonst in den Qualifikationsspielen hat Groß überhaupt nichts gemacht. Von den Flanken her gar nichts Gutes. Aber bei der WM, da hat er schon einiges gezeigt. Vor allem schon die geilen Schüsse, finde ich. Ja. Einen verdammt starken Schuss. Ja, vor allem das Tor gegen Brasilien, das war schon ein Wumms. Der war nicht wirklich platziert, also César war auch noch dran. Julio César, der war auf jeden Fall dran. Problemlos konnte er dran gehen, aber halten konnte er nicht problemlos. Der ist einfach ins Tor abgeprallt, der konnte nichts dagegen machen, weil er so stark war. Weil wenn er den mal gut trifft, der Groß, dann ist es wirklich schwer, den noch zu machen. So weit Schusstor. Ja. Aber er braucht halt meiner Meinung nach zu lange für ein Tor oder halt zu viele Chancen. Er ist ja auch kein offensiver Mittelfeld. Ja. Aber wenn der an seiner Chancenverwertung was machen würde, dann wäre er echt richtig krank. Dann wäre er richtig genial. Snyder schon wieder, Eckball, De Vries. Nein. Alter, Schule ist da, der keept. Was für ein Wort, Alter. Der keept dein Team im Feld. Ja. Hat sich Controller einfach mal kurz verabschiedet. Nett von dir. So. Eigentlich wollte ich das nicht, eigentlich wollte ich zu Snyder. Fred Feuerstein. Der ist unglaublich schnell. Ja, hallo? Ja, sicher, gell? Am besten noch ins Eckkreuz und noch rein, sicher. Wer hat eigentlich gerade die Ecke gemacht? Ich weiß nicht. War das Hulk? Nee. Auf jeden Fall war es nicht Neymar, oder? Nein, Neymar war es nicht. Da haben sie aber was Schlechtes gemacht, die von FIFA. Und weil das war einfach nur richtig schlecht gemacht bei Brasilien, dass Neymar einfach alles macht. Er ist zwar gut, aber er ist noch lange nicht der Beste aus dem Team, würde ich sagen. Also, da gibt es bessere. Thiago Silva ist richtig gut, Luis Gustavo ist richtig gut. Hulk kann auch gute Sachen zeigen. Oscar, der spielt auch teilweise richtig gut und so. Neymar ist zwar vom Marktwert her an der Spitze, aber der kann einfach nicht dieses Team führen, ohne Scheiß. Ich finde es auch einfach nur lachhaft, weißt du, Thiago Silva ist der Kapitän, aber trotzdem muss Neymar alles machen. Snyder.
Van Persie. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. David Luiz, der Afro-Man. In the house. Und jetzt Robin Van Persie. Oh, hast du eigentlich AIDS, Junge? Dieses AIDS. Robin. Am Arsch. Genitalbereich. Jawohl, er damit. Von Percy, die Guzman. Und er. Wollte schon sagen, und Robben. Jetzt zum 2:0. Tja, da habe ich mich wohl geirrt, hä? Naja. Nein! Gib die scheiß Pille her, bitte. De Jong, guter Körpereinsatz. Nein, Mist. Der Blind. Schafft es nicht, Hulk zu stoppen. Danke. Robin. Was war denn das für ein Scheiß? Ich vergiss einfach mal den Ball ganz kurz. Ah, Alter! Hallo, Missbrauch! Gelbe Karte für Kindesmissbrauch. Für einen Blind. Blindenmissbrauch. Oh, Scheiße. Für Blindenmissbrauch. Snyder. Da wird er vom Ball getrennt. Jo, bring mich um. Okay. Warte kurz. Und jetzt Robin David Luiz. Ja, da muss man ganz anders an Snyder. Snyder. Oh, Van Persie. Scheiße. Fliegender Holländer schafft es nicht. Natürlich war das ein Foul. Alter, wie es ihn hingefetzt hat, wie geil. Und da sagt er zurecht. Der Frei. Was? Eine wichtige Mannschaft. Robin! Robin, piece of shit! Du Stück Hundekot auf dem Gehweg. Du bist ein Stück Hundekot auf dem Gehweg, Robin, ohne Scheiß. Zeigt einfach gar nichts. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Van Persie, komm, Van Persie. Alter, keiner von denen zeigt irgendwas von den scheiß Holländern. Ja, jetzt gibt's gelbe Karte, weil es abseits war oder was. Genau. Schiri, was soll das? Wieso musstest du das jetzt überspringen? Ich wollte das eigentlich angucken. Das nennt der Abiturient antizipieren. Ja, sicher. Zieh mal so drauf, klar. Der geht sicher ins Tor. Also, das ist keine Frage. Ja, sicher. Schon wieder der Jan-Mart. Bist du behindert? Der ist optimistisch. Der ist dumm. Der ist minderwertig und weiß. Nicht schwarz. Deswegen passt er nicht in das Schema. Ja. Sicher. Bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Snyder. Ja, stopp doch mal den. Genau, brecht ihm noch einen Wirbel. Hauptsache er hört auf zu laufen. Und jetzt Van Persie. Jawohl, schönes Zuspiel auf Van Persie. Van Persie! Julio César ist eindeutig overpowered in diesem Spiel. Das, denke ich, können wir alle festhalten nach dieser Aufnahme. Wir sehen es doch hier. Der fängt einfach jeden verfickten Ball. Ui, so trinkt der Chill-Essen. Auch mal den Ball. Oder wie heißt der Chill-Essen? Chill-Essen. Von Persie. Robin van Persie, der zeigt irgendwie gute Ansätze, aber mehr auch nicht. Aber es sieht wohl alles nach einem dritten Platz für Haaland aus. Hui. Da können die Brasilianer wenig machen. Nein, du machst mir kein Tor rein. Robin van Persie. Jawohl, Van Persie, Van Persie, Van Persie! Du behindertes Kind! Thiago Fotzer. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen.
Bist du eigentlich behindert? Der Janma, der hat so oft draufgerotzt. Der kann jetzt aber selber was machen. Komm, kann eine Flanke bringen. Julio Cesar, einfach nur overpowered. Aber drauf geschissen. Wir haben gewonnen. Beziehungsweise die Holländer haben gewonnen. Durch ein Tor von Jude de Guzman. Und die Brasilianer wurden in ihrem eigenen Land wieder Platz. Ja. Sie wurden schon wieder geschlagen. Das ist echt eine tolle Tat. Wie es einfach wegfetzt. Eine richtig gute Aktion der Brasilianer nicht. Da hat er einmal schlecht gehalten. Ansonsten. Einfach nur overpowered dieses Kind. Schüsse. 15. Brasilien. 4. Aufs Tor. 10. Brasilien. 2. Ich kam einfach nicht dazu zum Schießen. Das war minderwertig. Ja. Der Guzman. Also das war's von uns soweit. Ja, das war's. Mit dem Let's Orakel vom dritten Platz zwischen Holland und Brasilien. Holland hat bei uns gewonnen. Hast du gerade gedrückt? Egal. Auf jeden Fall, Holland hat bei uns gewonnen. Mal gucken, wie es in echt abgehen wird. Wir beide hoffen insgeheim auf einen Sieg für Holland. Also ich tippe auf ein 3-1. Was sagst du? Dann sag ich ein 4-0. Oh. Bin optimistisch. Ja, bisschen optimistisch. Auf jeden Fall, mal gucken, wie es wird. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir beide uns über ein Like freuen. Wir wünschen euch ein gutes Spiel und bis dann. Ciao. Ciao.